Jo, meine Freunde, was geht? Just Nero hat mal wieder ein neues Video hochgeladen. Und zwar 24 Tim, Skandale, Hass und eine Menge Bling Bling. Geiler Titel auf jeden Fall. Achtung, den Part So, jetzt gucken wir könnt ihr mal hier gerne rein. skippen. Wird ein bisschen gefühlsduselig. Wollte ich aber einfach mal loswerden. Also Timestamps sind verlinkt. Überspringt einfach, wenn ihr Ach, da könnt. Digga, dass er am Anfang auch immer dieses. Ich weiß nicht, ob er das absichtlich macht, aber am Anfang immer so, ja, bla bla bla, so hin und her, dann irgendwie den Anfang. Dann gibt's immer eine Partnerschaft. Mach doch. Fang doch das Video einfach direkt an und mach deine Partnerschaft halt mitten ins Video. Das ist doch Hat viel viel Mist besser. gebaut. Auch viele Sachen, die nicht mit einem Haha, Hihi, was ein Büb, abgetan werden können. Dennoch bitte ich um Folgendes. Bleibt respektvoll und geht nicht Nö. zu ihm rüber und kommentiert irgendwas Negatives. Ich möchte keinen drüben Flame sehen, okay? Er ist halt einfach ein sehr polarisierender Influencer, wie unsere Kappen. Alter, nee, das war ja selbst für mich. Wir versuchen es nochmal. Er polarisiert erwähnt dolle und bekommt dadurch einiges an Hate und auch einiges, das ziemlich über die Stränge schlägt. Davon wollen wir halt niemand sein, ne? Da wir hier seinen Werdegang beäugen, auf kritischen Hasen angelehnt, holen wir natürlich auch alte Kamellen raus und für die muss er jetzt nicht das 20. Mal sanktioniert werden. Sollte euch ein Kapitel überhaupt nicht interessieren oder es euch wirklich zu den Ohren raushängt, sind Timestamps am Start, fühlt euch also frei zu skippen. Ich versuche sogar zum Ende des Videos etwas Positives zu finden, ne? Und ein Lanz für ihn zu brechen. Okay, das war. Ich merke, heute haben wir eine ziemlich dichte Quote an absolut bescheuerten Witzen. Ne? Grundsätzlich kann man sagen, wir kommen in Frieden. Ich habe vorher nie was von ihm gehört, doch dann, ne, von einem Tag auf den anderen, wurde meine Timeline überflutet mit 24-Tim-Videos. Und überfluten und Ja, ich nicht. kannte den früher gar nicht. Ich habe den auch erst durch diese Flutkatastrophe Videos ist da kennengelernt. wohl so ziemlich das richtige Stichwort. Vom 12. bis zum 25. Juli 2021 wurden Teile von West- und Mitteleuropa durch eine Flutkatastrophe verwüstet. Schon krass, ne? 243 Menschen verloren ihr Leben, 9000 Häuser wurden schwer beschädigt oder ganz zerstört und über 10 Milliarden Euro Sachschäden sind entstanden. Wer auf TikTok Content hochlädt, hat jeglichen Respekt verloren. Also findest du, dass zum Beispiel Herr Anwalt, der da so Anwaltsvideos macht und Menschen unterstützt mit so rechtlichen Sachen, dass der keinen Respekt verdient hat, weil er das auf TikTok macht? Stabile Meinung, Digga, finde ich auch. Oder Ärzte, die da auch irgendwelche Videos hochladen zu, keine Ahnung, zu welchen Vorsorgeuntersuchungen muss man, was muss man so machen, auf was muss man achten bei der Gesundheit. Ja, finde auch, dass solche Leute haben wirklich keinen Respekt verdient, Digga. Es ist wirklich ehrenlos, was die machen. Ein Kanzlerkandidat lacht sich ins Fäustchen während einer Ansprache, während einige Menschen nicht wussten, wie ihnen jetzt gerade geschieht. YouTuber und Influencer halfen, sammelten Spenden. Drachenlord schickte seine Unterbutzdeckel los. Und Tim, ja. Ich habe übrigens noch viel mehr Überschwemmungsvideos in meiner Story, also schaut euch das Alina, gerne an, danke für die Leute. Es 100 Bits. ist einfach gerade nicht mehr lustig. Wenn ihr sehen wollt, wie meine Eltern nachher reagieren, dann schaut euch definitiv meine Story an, da gibt es die Reaktion. Wenn ihr kranke Überschwemmungsvideos sehen wollt, dann schaut euch jetzt meine Story an. In meiner Story geht's jetzt weiter, verpasst es nicht. Den Ausschnitt habe ich übrigens von Alpha Kevin gemobst. Sein Video ist selbstverständlich verlinkt. Hier muss man sagen, Tims Ey, ich habe das Safe vor dem benutzt. Keller war auch überflutet und ich kann ihn verstehen, viel dazu zu posten, weil er ja eben selber betroffen ist. Allerdings hat er vielleicht ein bisschen doll übertrieben und dann Cross-Plattform-Werbung damit für sein Instagram zu machen. Sagen wir, ich verstehe definitiv, dass das vielen sauer aufgestoßen ist. Genau zu dieser Boah, Zeit hat ich er. weiß nicht, Digga. Ich verstehe das halt immer noch nicht. Also, ich finde, dieser Kritikpunkt kommt da wirklich die ganze Zeit so, ne? Dass die das alle so doof finden. Ich weiß nicht, also, ich stehe da immer noch komplett hinter ihm. Also, ich habe ja auch ein Video gemacht, ich glaube, zu TJ oder so, wo ich 24 Tim verteidigt habe. Weil, wie er schon sagt, also er hat ja jetzt nur seine eigenen Videos hochgeladen. Es ist jetzt nicht so, dass er Videos aus dem Internet geklaut hat und die alle bei Instagram gepostet hat, damit die Leute sehen, was abgeht, ne, sondern er hat sein eigenes Zeug gepostet, so. Und das war für ihn natürlich auch eine krasse Situation, so, ne, weil guck mal, so, sein Keller ist vollgelaufen, die ganze Straße ist vielleicht unter Wasser und so weiter. Und er ist ja nun mal jemand, das seht ihr da oben ja auch an den Punkten, der halt 50 Stories am Tag postet. Also er hat sich halt jetzt nicht anders verhalten als vorher durch diese Flut oder hat jetzt extra da mehr Content gemacht als vorher. Deswegen, weiß nicht, verstehe ich den Kritikpunkt halt immer noch nicht. Solange er jetzt nicht das Leid von anderen ausnutzt, sondern nur quasi sein eigenes und was ihm passiert, finde ich das komplett legitim. Er hat auch ein Placement auf Instagram gepostet. Hier muss ich allerdings auch sagen, es hat schon so gewirkt, als hätte er gezielt mit der Flut Reichweite für das Placement collected. Allerdings stehen Placement-Zeitpunkte in den allermeisten Fällen schon lange vorher fest. Sprich, es könnte Kalkül gewesen sein. Ich halte es aber für eher unwahrscheinlich. Ist auch Nichtsdestotrotz unwahrscheinlich. hat das natürlich einen faden Beigeschmack. Darüber brauchen wir nicht reden. Was wiederum ein Fui-Fui-Move war, war diese Aktion hier. Er wollte sein letztes Taco-Kissen verlosen. Die wichtige Frage an der Stelle ist aber, war das ein Kissen mit Free Shavakadoo? Die Bedingung war, eine Check Spende ich an irgendeine Orga zu schicken, die die Flutopfer unterstützt. Ja, schön wäre es, wenn es nur das gewesen wäre.
Man musste nämlich seinen Post liken und kommentieren, um daran teilzunehmen. Wir wissen alle, dadurch pusht man seinen Algorithmus und wird mehr vorgeschlagen, generiert mehr Reichweite, ihr kennt den Hasen. Muss ich so ein bisschen sagen, Bruder, eher so Dark Souls schwierig. Das ist halt reingeforste Interaktion, um sich selber daran zu bereichern. Und das ist ein bisschen schmarrig. Ja, das ist schon safe. Sind wir mal ehrlich. Das ist klar. Da nutzt man ganz klar das Leid der Leute aus, um seinen eigenen Post irgendwie nochmal zu pushen. Das muss man mittlerweile sagen, dass Tim, glaube ich, weiß, dass das ein bisschen doof war. Man muss deswegen jetzt nicht schon wieder ein neues Fass aufmachen. War garbage, ist passiert. Aber wenn ich ein Video über eine Internetpersona in Gänze mache, muss sowas natürlich angesprochen werden. Gehört einfach zum Werdegang dazu. Zum nächsten Thema muss ich ehrlich sagen, das hat mich persönlich sauer gemacht. Ne? Ich habe vor einer Woche davon das erste Mal mitbekommen und das ist sogar der Grund, warum ich mich überhaupt dafür entschieden habe, mich mit ihm ausführlicher zu beschäftigen. Tims Mutter ist leider Gottes an Depressionen und Burnout erkrankt. Ich wünsche dahingehend übrigens alles Gute. Ihr wisst, das ist ein Thema, welches mich selber betrifft, ne? Wenn jetzt ein Influencer mit multipler Millionenreichweite aus meiner Sicht unverantwortlich, schludrig und ja, lächerlich damit umgeht, muss ich dazu was sagen. Ich hatte das vorher wirklich gar nicht auf dem Schirm. Wir schauen jetzt mal rein und ich erläutere euch, was mein Problem mit seinem Take ist. Anfangs erzählt Tim, dass seine Mutter das ganze letzte Jahr nicht in seinen Stories zu sehen war und er erläutert uns nun, warum das so war. Ich habe seine Mutter hier übrigens bewusst zensiert, weil ich sie ja einfach nicht in so einem Kontext zeigen möchte. Einfach aus Respekt. Willst du das sagen? Ja, ich war krankgeschrieben wegen Burnout, Depression kann man jetzt nennen, wie man will wahrscheinlich. Kurzer Einwurf, das sollte man aus meiner Sicht nach schon genauso nennen, wie es nun mal ist, halt einfach beim Namen. Positiv hätte ich an der Stelle einen aufklärerischen Kontext gefunden, aber naja, es folgten dann solche Takes hier. Ich glaube, Depression ist schon das Größte, was man dazu sagen kann. Ja. Und ich muss sagen, ich war am Anfang, habe ich das gar nicht so krass ernst genommen. Warte mal kurz. Du hast die Depression deiner Mutter nicht ernst genommen und dann plötzlich gemerkt, dass es ja doch schlimm ist. Also sowas hochzuladen, da fehlen mir die Worte. Das ist sowas von respektlos in meinen Augen. Mensch. Boah, keine Ahnung, finde ich halt gar nicht. Also ich meine, keine Ahnung, das Problem mit dem Thema Depression ist ja einfach, dass das halt eine Krankheit ist, die leider in der Gesellschaft noch nicht so zu 100% ernst genommen wird. Und ich schätze einfach mal, dass 24 Tim das auch einfach nicht so ernst genommen hat, im Sinne von, ja, ein bisschen Depression, mein Gott, dann bist du ein bisschen traurig, so. Das so abgestempelt hat und erst mit der Zeit halt gemerkt hat, so, okay, ne, da hängt doch viel, viel mehr dahinter, das ist eine viel größere Krankheit, als ich dachte. So, deswegen, weiß ich nicht, finde ich das eigentlich eher gut, dass er das gesagt hat, weil, glaube ich, viele in der Gesellschaft denken halt immer noch genauso, dass Depression keine so große Sache ist. Und er selber auch so dachte und jetzt anders sieht, weil er einen Fall hatte, bringt vielleicht auch Leute dazu, selber umzudenken. Also ich finde das in Ordnung, dass er das so gesagt hat. Menschen, die Depressionen nicht ernst nehmen, sind ein riesiges Problem. Und zwar ein richtig riesiges. Du hast eine Multimillionen-Fanbase und hältst es wirklich als großes Vorbild für eine gute Idee rauszuposaunen, dass du es erst gar nicht ernst genommen hast, bis du dann mal gemerkt hast, dass es Depression ja wirklich doof gehen kann. Alter! Ja, man merkt vielen Menschen Depressionen übrigens überhaupt nicht an. Ne? Es gibt viele Leute, die sich einfach ein Schutzschild in der Öffentlichkeit aufbauen und gelernt haben, wie man gute Miene zum bösen Spiel macht. Ich spreche da übrigens aus Erfahrung. Du hast deine Reichweitenverantwortung mit diesem Satz wirklich komplett hops genommen. Deine Quest nicht, finde ich ein bisschen übertrieben, um ehrlich zu sein. Leute, nehmt das immer ernst, macht nicht den Fehler und nehmt das auf die leichte Schulter. Dafür hättest du Props von mir bekommen. Wenn große Influencer solche Themen in die Flossen nehmen, haben die halt einfach dafür zu sorgen, dass es pietätvoll rüberkommt. Das ist fürchterlich, Tim, was du da gemacht hast. Aber leider schafft er es trotzdem nochmal, das zu toppen. Aber dann hat man gemerkt, dass es doch für Mama sehr schlimm war. Und deswegen, ja, und das hat natürlich dann auch die ganze Familie so ein bisschen mit runtergezogen. Das hat er jetzt nicht gesagt, oder? Ich habe mir vorgenommen, hier meine Kontenance zu wahren. Aber das nenne ich mal wirklich ein fucking Hot Take. Augenscheinlich hat ihr dieser Satz auch nicht so gefallen. Blick wandert auf den Boden, Mund wird klein, Winkel geht seitlich. Wie gesagt, es bleibt hier zensiert. Aber man sieht, dass das jetzt vielleicht nicht der angenehmste Satz war. Er ist sich das vielleicht nicht bewusst, aber einem Menschen, noch schlimmer, einem Familienmitglied zu sagen,
dass er wegen seiner Krankheit die ganze Familie runterzieht. Ja, ist jetzt wahrscheinlich echt nicht so gut rübergebracht auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist es halt ehrlich, ne? Also es ist ja nun mal einfach so, dass wenn du jetzt wirklich jemand, der Depressionen hast, in deiner Familie hast, gerade auch in der nahen Familie, so, es ist ja nun mal einfach so, dass es halt eine Belastung auch für alle sein kann oder in den meisten Fällen ja wahrscheinlich auch ist. Also ich denke, da gibt es auch genug Fälle, wo Familien und so weiter auch zerbrechen an solchen Sachen, ne? Weil du halt einfach Depressionen hast. Deswegen weiß ich nicht, also ja, also ich glaube, vor der Mutter muss man das jetzt nicht unbedingt sagen. Es kommt natürlich, finde ich, auch darauf an, wie viel man halt geredet hat beispielsweise. So, ja, es ist keine Schuldzuweisung, ne, aber irgendwo, ich sag mal, als Mutter machst du dir natürlich dann trotzdem Gedanken, wenn du dann so hörst, so, jo, ne, wegen mir jetzt die ganze Familie Probleme, wenn du sowieso schon halt in einer unglücklichen Phase bist, dass du Depression hast, weiß ich nicht, ne, ob man das jetzt so sagen muss, ich würde sagen, so mittel. Das Schlimmste, was man in so einer Situation überhaupt machen kann, mit das Schlimmste. Wie gesagt, ich kann bei dem Thema aus eigener Erfahrung sprechen, aber wenn ich in so einer Phase des Gefühls der Wertlosigkeit, der Bedeutungslosigkeit festhing, in der ich sowieso das Gefühl hatte, alles falsch zu machen und jedem Menschen nur Ballast zu bedeuten und ein Stein im Weg zu sein, dann sowas zu hören zu bekommen, dass es meiner Familie wegen mir schlecht geht, dieser Satz hätte mich echt nachhaltig gefuckt. Wirklich. Dankeschön, No Cup, Priority One's Up. Zeigt er leider, dass er das Thema, wie es auf mich wirkt, geil, zu diesem Punkt leider immer noch nicht ernst nimmt. Aber naja, es wird, ne? Okay, ist anders. Es wird ja immer, ja, jeden Tag. Komm, ich lieb. Aber alles okay. Ich lasse es jetzt einfach mal im Raum stehen. Ne? Ihr könnt euch einfach selber dazu Gedanken machen. Das nächste Thema? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht, also das finde ich jetzt auch nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Also er wirkt halt so, als ob er auch einfach nicht weiß, was er noch sagen soll, so. Wird kurz, aber dafür wieder richtig spicy. Ist es dein Ernst, dass du mir jetzt ernsthaft absagst? Das ist mal ein langer Kapitelname. Aber ja, im Prinzip ist es genau das, was der Titel besagt. 24 Tim ist jemand, der für Werte wie Respekt und Toleranz stehen möchte, legt dann aber ein utopisches Fehlverhalten an den Tag, wenn es nicht nach seinem Willen geht. Das, was er da gemacht hat, könnte von den Werten, die er vermittelt, nicht weiter entfernt sein. Das ist ungefähr so nah da dran, wie ich witzig bin. Wir schauen einfach mal an. Ist es dein Ernst, dass du mir jetzt ernsthaft absagst? Was für die eine Stelle gilt? Du hast mir am Anfang gesagt, alles ist für dich in Ordnung, dass wir das machen. Das juckt dich nicht. Ich mach wirklich viel, ne? Und wenn ich dann... Oh, weil du dich out-esst. Ist das dein Ernst? Sorry. Es haben alle abgesagt, das weißt du ganz genau. Hier ist mir klar, ich dann auch ab. Tut mir leid. Ja. Opfer. Digga, das musst du dir mal überlegen, ne? Die will sich nicht für sein Musikvideo ausziehen. Und er beleidigt sie und macht sie fertig, Digga, das ist halt, Junge, was geht da in ihm vor? Also der muss doch selber checken, so, ja, okay, wenn du dich halt nicht so da zeigen möchtest, dann ist das doch absolut legitim, also als ob sie das machen müsste, so. Also dass jetzt so das Normalste der Welt wäre, ey. Erstmal, was ist das für eine Art, dieses, hä? Nur wegen einer Szene? Ist das denn er? Ja, verdammt, wenn sie das nicht möchte, ist das ihr gutes Recht. Ja. Du sprichst von einer Szene, als wäre es für jeden überhaupt gar kein Problem. Du weißt, dass das mehrere Millionen Menschen sehen. Schaut euch mal die Klicks von seinen Musikvideos an. Es gibt dann noch sowas wie Scham oder dass man sich einfach vor so vielen Menschen nicht zeigen möchte. Ja. Ey, das muss noch nicht mal begründet werden. Vor allem, ich glaube, er selber hat das ja auch hochgeladen, so wie es aussieht. Ne? Also er fand das anscheinend gut. Er dachte sich so, ja, man, das muss auf jeden Fall ins Internet. Die ist nämlich echt doof. Wenn sie sagt, sie möchte das nicht aus diesem Grund, hast du das nicht zu hinterfragen, ne? Gut ist, dieses Opfer am Ende setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf, okay? Eine Person vor Millionen von Menschen bloßzustellen und zu beleidigen, nur weil die sich nicht für dich machen möchte, ist ja sowas von widerwärtig, ne? Muss das denn unbedingt in deinem Video sein? So, dann such dir eine Person, die das möchte. Das ist halt wirklich Peak-Level respektlos und solche Werte sollen definitiv nicht an junge Zuschauer vermittelt werden. Ja. Und du hast sehr junge Zuschauer, Tim. Das ist ein absolutes No-Go. Ja, aber ich habe ja auch gesagt, dass ich was Positives hätte. Ja, der hat ja auch so eine Kinderbox und so weiter irgendwie rausgebracht da, ne? Also davor heben möchte. Jetzt gerade werde ich mir so ein bisschen der Tragweite von diesem Fehlverhalten bewusst. Dieser Rattenschwanz, der damit dranhängt. Das ist sowas von schmutzig. Nichtsdestotrotz möchte ich meinen Vorsatz für dieses Video einhalten. Es gibt auch noch super viele andere Kleinigkeiten, die ich besprechen könnte. Er hat seine Corona-Erkrankung meiner Sicht nach ein bisschen zu arg ausgeschlachtet.
dieses übermäßige Sympathie. Dankeschön, mit Phil, Heidi Klum. Für den Tierunser. Mein Traum ist gerade in Erfüllung gegangen. Ich durfte Heidi Klum treffen. Die Leidenschaft für Catwalks, hohe Schuhe und Make-up habe ich durch sie. Explizit nach ihrem Skandal und dennoch versuchen, irgendwie beiseite zu quatschen. Die ständigen Gewinnspiele, wie die ablaufen, das Rumheulen, weil einer nach dem Gewinn wieder entfolgt ist. Dazu sei auch noch. Safe, Digga. Ich weiß gar nicht, ob er das drin hat, aber das hat, glaube ich, Alpha Kevin auf jeden Fall in seinem Video gehabt. Er hat ja wirklich mal irgendwie rumgeheult und wollte dann irgendwie so ein iPhone nicht versenden, also den Gewinn, weil die Person irgendwie wieder entfolgt ist, wo ich mir auch so denke, Bro, also die hat halt gewonnen, so, was willst du machen? So, ne, die verdient das halt, so. Er sagt, ist halt klar, wenn die Gewinnspielbedingung ist, jemandem zu folgen, dass danach viele wieder entfolgen. Lockt halt Leute an, die sich nicht für dich interessieren, ne? Sondern einfach nur für die Gewinne, die es gibt. Ja. Das dann nicht rausschicken zu wollen und letzten Endes erst nach Anwaltsdrohungen zu machen, kein cooler Move. Frag dich mal, warum deine Insta-Statistiken so aussehen. Ja. Dann gibt es auch noch so dieses ständige Verwechseln von Kritik und Hate. Es gibt wirklich vieles, über das man noch bei ihm reden könnte. Allerdings haben das ebenfalls auch schon viele andere thematisiert. Deren Videos sind natürlich unten. Ja, er hätte auch mich zeigen können, um mich zu unterstützen, aber natürlich nicht. Verlinkt. Ehrlich gesagt habe ich in diesem Video auch nicht wirklich viel Neues gebracht. Vielleicht hier oder da mal einen anderen Blickpunkt. Deshalb versuche ich jetzt mal wirklich etwas komplett anderes zu machen. Und ja, wir haben Würfel im Hintergrund. Ich stelle folgende Theorie auf. Tim wollte anfangs einfach provozieren, Kontroversen lostreten und für Hate sorgen, weil das einfach, sofern man es richtig macht, ein Garant für Reichweitenaufbau ist. Mittlerweile ist ja, ich weiß, ich glaube, er ist einfach als Person so. Die Sache aber so ein wenig über den Kopf gewachsen, denn ja, Tim hat sehr viel Mist gebaut, für den man ihn auch sehr hart kritisieren kann. Dennoch muss man sagen, alles hat seine Grenzen und bei Tim beobachte ich leider, dass die schon lange nicht mehr eingehalten werden. Geht einfach mal auf Videos über ihn und stellt auf Neueste zuerst. Was euch da für Kommentare entgegenschlagen, ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Ja, man safe. Kann ihn, wie gesagt, für alles, was er getan hat, kritisieren. Und ja. Ja, viele Leute beleidigen ihn halt einfach komplett. Ne? Das ist halt, aber da haben wir ja schon drüber geredet gehabt, dass 24 Tim hat ja mal ein Video irgendwie gemacht gehabt, wo er auch gesagt hat, dass er sehr viel Hate ausgesetzt ist und so weiter, ne? Wo er da geweint hat. Das habe ich in den Cake News gehabt. Ich weiß nicht, ob wer von euch gesehen hat. Aber da zum Beispiel ist halt auch so das Ding, also ganz ehrlich, zum Teil ist er auch einfach selber schuld, weil es ist nun mal das Internet. So, und es wird nie der Moment kommen, wo im Internet mal Leute nicht beleidigen, sachlich bleiben und vernünftige Kommentare schreiben. Das geht einfach nicht. So, das ist nun mal einfach unsere Gesellschaft. So, und wenn du halt durchgehend versuchst zu provozieren, die ganze Zeit Aktionen machst, die auch teilweise einfach nicht gut sind, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht provozieren, wie zum Beispiel dass er sich mit 20 irgendwie Botox spritzen lässt oder das mit dem Gewinnspiel oder sonst irgendwas. So, da hast du einfach selber Schuld. So, du kannst nicht die ganze Zeit provozieren und komische Aktionen bringen und dann fordern, dass dich alle halt mögen und niemand halt doofe Kommentare schreibt, weil das passiert seit Jahren. Das ist normal. Also es ist nicht gut, aber es ist normal und du kannst daran sowieso nichts ändern. So, dann änder doch aber dein Verhalten, wenn dir das so nahe geht und versuch vernünftiger zu werden, um die Leute halt damit dann zu besiegen. Tim neigt, wie gesagt, dazu, Kritik mit Hate zu verwechseln. Es ist aber nicht zu leugnen, dass er auch wirklich unter massiven Hate zu leiden hat. Viele Menschen attackieren ihn wegen seines Auftretens und das ist wirklich kein Grund, auf ihm rumzuhacken. Lasst ihn einfach machen, wie er will. Okay? Auch ich sehe es sehr kritisch, sich mit 21 Jahren Botox in die Zornesfalte zu spritzen und das dann meiner Ansicht nach viel zu positiv öffentlich darzustellen und zu wenig über die Schattenseiten davon zu sprechen. Und mitten in dieser Botox-Geschichte dann seine Bundles zu bewerben, die so aussehen. Man erkennt ja ungefähr, für welche. Ja, das müsst ihr euch wirklich mal überlegen. So, das ist ja halt offensichtlich einfach für Vorschüler oder so, für Grundschüler oder sowas. Und das ist ja auch okay, dass er das rausbringt. Da will ich gar nichts gegen sagen. Aber sowas zu machen und gleichzeitig zu zeigen, wie man sich Botox spritzt, ich weiß nicht, finde ich schon eher kritisch. Demografie, die so gedacht sind, oder? Sowas geht aus meiner Sicht natürlich überhaupt nicht fit. Keine Frage. Dafür sollte man ihn kritisieren. Nicht dafür, dass er es generell hat machen lassen. So guck mal, wenn ihm seine Zornesfalte halt nicht gefällt. Es ist sein Körper und sein gutes Recht, dies zu tun. Die Ideale, die vermittelt werden, ich weiß, berechtigt, die auseinanderzunehmen, aber erneut sein Körper, sein Recht. Man kann seine Musik belächeln und auch schlecht finden. Muss man ihn deswegen dann allerdings als Dirnspross bezeichnen? Man kann seine Art und sein Verhalten zum Kotzen und Cringe finden. Ja, absolut, ich find's auch peinlich. Aber ist euch mal in den Sinn gekommen, dass wir einfach nicht seiner Zielgruppe entsprechen? Warum verurteilen wir einen Content Creator dafür, dass er uns einfach nicht anspricht? Wir sind für sein Zeug zu alt, absolut, aber seine Zielgruppe eben nicht. Deswegen wiederum haben wir das Recht, genau hinzuschauen,
was er eben, dieser enorme Ja, aber gut, weiß nicht, was hat das mit Zielgruppe oder nicht zu tun, ne? Also wenn du halt Botox-Videos hochlädst, wenn du deine Gewinne nicht mitschickst. Ich meine, guck mal, Just Nero hat ja nicht mal, guck mal, das Video geht schon 18 Minuten, ist auch ein sehr gutes Video, gibt auch ein Like. Aber mir fallen noch 5, 6 Dinge ein, die man zusätzlich noch kritisieren kann. Das mit dem Hamster beispielsweise, ja, das mit dem Hamster auf jeden Fall noch und auch noch andere Dinge, die ich jetzt noch nicht nennen muss. So, und auch wenn wir nicht seine Zielgruppe sind, hat es halt, also ist es halt klar, dass es da, also selbst wenn es seine Zielgruppe ist, sind das halt trotzdem Dinge, die man kritisieren sollte. Die Gruppe für Dinge mitteilt und was er für Werte vermittelt. Ich habe schon von einigen gehört, dass Tim gerade auf dem Weg der Besserung ist. Und ja, die wirklich großen Brocken, wie das mit der Flut oder das wegen der Frau und dem Musikvideo, scheint ja nicht mehr zu reißen. Wenn das so bleibt, sehe ich halt keinen Grund, auf ihn rumzuhacken. Generell sehe ich dazu eigentlich keinen Grund, ne? Einfach auf kritischer Basis bleiben und nicht in sinnloses Gebäsche verfallen. Das sollte auf jeden Fall unsere Direktive sein. Tim schafft es mit seiner Art Millionen. Ja, ansonsten aber auf jeden Fall gutes Video von Just Nero, endlich mal. Spaß. Gutes Video, ja, kann man so machen. Er ist back, meine Freunde. Kann ich nichts dran kritisieren, sehr gut gemacht.